Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und begrüße euch zu einer neuen Folge Tale of a Hero. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Beschleunigergras, was eigentlich widersprüchlich ist, aber ist ja wurscht. Guck mich hier nochmal ein bisschen rum. Komm ein bisschen schneller. Falls diese Pflanzen wirklich Reaktionen, Bewegungen und alles andere auch beschleunigen, könnten sie sehr nützlich sein. Jo, da haben wir das Zeug. Können wir jetzt zurückschwimmen in die Höhle vom Drachen? Ich versuche das mal ein bisschen abzukürzen. Nochmals. Mach mich schon mal Taxi, Alter. Nomas? Nee. Müssen wir jetzt etwa zu Fuß schwimmen? Zu Fuß schwimmen. Okay. Okay. Stimmt, der sagt ja immer, der kommt nicht durch die Hülle durch. Ich hab das jetzt auch schon wieder 3 Wochen oder sowas nicht gespielt. Der Hai macht mich da übrigens immer noch nervös da oben. Raus, komm. Zur Kreuzung. Zum Graben. Und Rinnengraben. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Gras passiert. Na komm. Und tiefer in die Höhle rein. Jawohl, da sind wir doch schon. Dann schwimmen wir mal zur Schildi. Ach, du nimmst mal einen anderen Weg. Verirrt. Nur der gleiche Weg ist ja auch langweilig. So. Spricht langsam und beißt schnell zu. Das wird nicht leicht, mit dir zu reden. Ja, das kriegen wir schon hin. Wo ist das Gras? Da ist das Gras. Das tun wir da auf die Wasserpflanze. Sie zuckt schon so ein bisschen. Und jetzt hau rein, Mädel. Ich würze mal ihren Salat ein bisschen. Hat das jetzt schon gereicht? Ich quatsch's nochmal an. Hallo, wie geht's? Genug Futter. Mir geht es gut. Freut mich, dass du zufrieden bist. Hör zu, kann ich vorbei? Ich will dich nicht beim Essen stören. Achte gar nicht auf mich. Ich will nur schnell die eine Sache holen, die ich brauche, die irgendwo in der Schatzkammer dahinter dir ist. Njörgin wäre böse auf mich. Ich soll hier Wache halten. Also halte ich Wache. Könnt ihr auch sagen, man schwimmt einfach mal so rüber. Ich weiß ja nicht viel über Schildkröten, aber du siehst wie ein Raubtier aus. Solltest du nicht eher Fisch oder sowas essen? Andere in meiner Familie jagen und essen Fische. Ich nicht. Schmeckt's dir nicht? Früher schmeckte es. Als ich klein war und Mutter jagte, dann musste ich selbst jagen. Das mochte ich dann nicht mehr. Die Fische haben einen schrecklichen Tod. Ich will nicht sehen, wie sie sterben. Du isst also kein Fleisch? Nein. Aber ich schnappe manchmal zu, wenn ich auf Wache bin. Das ist auch nicht nett. Ich bin froh, dass du mich gewarnt hast. Hat sie sonst noch was? Warum lebst du hier und nicht bei deiner Familie? Ich esse kein Fleisch. Ich kann nicht bei ihnen leben. Da gibt es nichts für mich zu essen, wo die leben. Und wo ich Essen finde, gibt es keine Fische. Verstehe. Okay, die Fragen sind durch. Fragen wir sie mal über den Drachen aus. Warum hilfst du Njörgin? Viele behaupten, er sei böse. Die lügen alle. Njörgin ist nett. Er kümmert sich um mich.
Magst du ihn etwa auch nicht? Naja, das kommt darauf an. An sich fange ich gerade an, ihn zu respektieren, nachdem ich mehr über ihn von einem Krebs erfahren habe. Also bist du ein Freund von ihm? Ein Freund? In gewisser Weise. Vielleicht. Dann wollen wir auch Freunde sein. Wenn du nicht lügst. Was? Was glaubst du, warum mögen die anderen Meeresbewohner Mjörgen nicht? Die Nautisianer erzählen Lügen über ihn. Über alle Titanen. Sie sagen, Titanen haben das Artefakt aus dem Tempel gestohlen und dass sie Verräter sind. Manche glauben das. Warum glauben sie ihnen und nicht Mjörgen und den anderen Titanen? Die Nautisianer sagen, sie sind zivilisiert. Sie jagen nur Kreaturen, die nicht sprechen können. Weil die, die nicht sprechen können, Tiere sind. Deswegen sind Nautisianer beliebt. Titanen sind keine solchen Heuchler. Sie fressen jeden, keiner mag sie. Also glaubst du, die Titanen haben das Artefakt nicht gestohlen? Ja, das waren die Nautisianer. Aber hätten sie dann eingewilligt, den Tempel zu bauen und das Artefakt dahin zu bringen, wo sie es doch schon hatten? Sie hätten es also nicht stehlen brauchen. Ich weiß nicht. Ich bin nicht schlau. Mjörgin ist schlau. Er sagt, die Nautisianer wollten Krieg haben und dass alle Titanen an einer Stelle sind. Das ergibt Sinn. Viele wichtige Titanen, die als Einzelgänger über den ganzen Ozean verteilt leben, würden kommen, um sich das Artefakt anzusehen. Wenn die Nautisianer wirklich Krieg wollten, wäre eine solche Zusammenrottung die ideale Gelegenheit anzugreifen. Du bist weise, wie Mjörgin. Du solltest mit ihm sprechen. Vielleicht sollte ich das. Ich habe schon verschiedene Versionen darüber gehört, was geschehen ist. Aber welche davon soll ich glauben? Mjörgin ist ehrlich. Er lügt nicht wie die Nautisianer. Er lebt als Drache und er ist gerne ein Drache. Ich sag mal so, Aquaman kam mir auch nicht vor, als ob der gelogen hätte. Aber egal, fragen wir sie mal über die Schatzkammer aus. Jetzt, wo wir uns so nett unterhalten haben, lässt du mich vorbei? Kann ich nicht. Mjörgin hat gesagt, ich soll nach Feinden Ausschau halten. Er wäre böse auf mich. Ich würde mich ja nicht als Feind bezeichnen. Ich weiß, du bist ein Freund. In gewisser Weise hast du gesagt. Scheiße, also, die hört auch noch zu. Was muss ich für dich tun, dass du mich vorbeilässt? Ich teste dich. Wie? Erzähl mir was über Mjörgin. Wenn du sein Freund bist, weißt du es. Was willst du wissen? Ich frage dich. Wenn du 3 richtige Antworten gibst, lasse ich dich vorbei. Und wenn nicht? Beiß ich dir ins Bein. Dann sollte ich wohl besser die richtigen Antworten parat haben. Ich stehe doch eigentlich weit genug weg. Na, versuchen wir es mal. Ich bin bereit für deine Fragen. Was ist Mjörgin? Wal nicht. Fisch auch nicht. Seegras? Also ich kann Rückzieher machen, wenn ich nicht sicher bin. Das ist alles so furchtbar abwegig. Das ist das Abwegigste, nehme ich. Seegras, so wie du. Nein. Das ist Mist. Nicht richtig. Ich beißen. Ich nicht? Da habe ich wohl was verwechselt. Ich muss dir ins Bein beißen. Was? Sie entschuldigt sich auch noch dafür? Halt, das muss doch nicht sein. Machst du nie Fehler? Kannst du dich immer an alles erinnern? Nein, ich mache oft Fehler. Ich bin nicht sehr schlau, weißt du? Wenn man Fehler macht, heißt das ja noch lange nicht, dass man dumm ist. Wie du siehst, habe auch ich einen Fehler gemacht. Dann beiß ich dir nicht ins Bein. Aber du kannst auch nicht vorbei. Kann ich es nochmal probieren? Diesmal kriege ich es hin. Okay. Du kannst nicht vorbei. Also, das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen... Moment mal, Leute. Weil ich will nicht abkacken. Mache ich meine Speicherung. Wenn ich die Frage jetzt vielleicht nochmal falsch beantworte, dann ist vielleicht irgendwie Game Over oder sowas. Das möchte ich nicht. So... dann versuchen wir es mal. Schmeckt gut, was? So. Ich bin bereit für deine Fragen. Was ist? Wal oder Fische? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also es könnte ein Walname sein. Ich weiß es nicht. Wale. Nein. Nein. Das ist nicht richtig. Echt nicht? Da habe ich wohl was verwechselt. Ich muss dir ins Bein... Halt, das muss doch nicht sein. Machst du nicht... Nein.
Wenn man Fehler macht, heißt das... Dann beiß ich... Kann ich jetzt nochmal? Okay. Okay, wir können es nochmal versuchen. Ja, da bleibt ja bloß noch Fische. Fische? Nein. Ich hab doch... Das ist nicht richtig. Oh nein, schon wieder falsch. Puh, du sprichst schon wieder so unerträglich. Ich muss mehr Beschleunigungs... Okay, Leute, das mache ich mir mal kurz ein bisschen einfacher. Ich habe doch alle drei Antworten gegeben, oder habe ich mich einfach bloß ein bisschen verklickt? Kann das sein? Wo ist denn da der letzte Spielstand? Der da. Schmeckt gut, was? Ich bin bereit für deine Fragen. Was? Versuche ich nochmal mit Seegras? Seegras, so wie du. Nein. Ich verstehe es nicht. Da habe ich wohl... Ich muss dir ins... Halt, das muss... Nein. Wenn man Fehler macht, dann kann ich es noch... Das gibt's doch nicht. Wale. Nein. Oh nein. Okay. Ist jetzt ein bisschen doof. Bisschen sehr doof sogar. Bei wem kann ich jetzt noch rauskriegen, was der Name des Drachen bedeutet? Vielleicht ist das der Captain? Gib den! Ich weiß nicht, worüber ich... Nö. Okay. Wir könnten den Wal noch fragen. Irgendwie. Naja. Und zur Muschel müssen wir eh, wir müssen das Gras holen. Wenn nochmal laden will ich nicht, das ist denn. Ist er denn fies? Gott, muss ich hier die Leute fragen? Okay, nur wenn ich so einen Nomas. Nomas? Okay, der hilft mir da jetzt nicht weiter. Bis später. Okay. Spielt bloß Taxi. Vielleicht sagt uns die Muschel was? Es gibt nichts, worüber ich mit dem Mist. Aber ich habe doch alles angeklickt gehabt. Bewegungen und alles andere auch beschlossen. Verstehe nicht. Was haben wir jetzt alles? Die Karte. Das ist etwas Gold aus Mjörgens Schatzkammer. Ach, Leute. Nein! Ach. Ich wollte eigentlich bis aus der Karte raus. Da. Gibt's jetzt auch nicht mehr so furchtbar viele Figuren, die mir da weiterhelfen können. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich mische mich lieber nicht ein. Ich habe zwar dem Krebs versprochen, diesen Wahnsinn zu beenden, aber dafür brauche ich den Atem Gottes. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Ich bin verwirrt. Aber vor allen Dingen ist Elvi schon ein bisschen... Na, ein bisschen komisch. Alle Antworten gegeben, aber keiner ist richtig, will. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht, wo ich hin will. Ah, da kommt
komme ich nicht raus, wo ich hin will. Definitiv nicht, nein. Nomas? Bis später. Ich könnte aber, glaube ich, zum Graben. Zum Schiffswrack zumindest. Da. Ja, haben wir die Sequenz zweimal gehabt. Ich habe jetzt das Gras dabei, vielleicht gieße jetzt nochmal hin. Ich kann ja zumindest nicht sterben, das ist schon mal gut. Finde ich trotzdem bescheuert. Drei Antworten, keine ist richtig. Ja, ich bin etwas ungehalten jetzt. Ach, Mann. Da habe ich gedacht, ja, super, die Folge fängt ganz gut an. Ich finde das Seegras relativ schnell. Aber nix da. Ach, aber das war ja mit diesem komischen Zeug aus der. Na, hallo? Wo denn, wie denn, was denn? Hallo. Mit dem Zeug aus dieser Anemone, da war das ja auch so. Das, was wir hier bekommen haben. Probieren wir es nochmal, mein Gott. Es gibt hier verschiedene Stücke Schiffs. Was haben wir denn hier noch? Das Drachenschiff. Mjörgen benutzt. Ist aber auch nichts weiter, ne? Lass mal abfallen. Es gibt hier verschiedene. Nee. Ich nehme mal an. Bin verwirrt. Ach, auch mal dann nochmal das Zeug da drauf. Probieren wir es nochmal. Mein Gott. Er hält immer noch was. Ich würze mal ihren Salat. Respektvollen Abstand. Ich versuch's halt einfach nochmal. Großartig. Gern. Ich bin bereit für deine Fragen. Was? Also ich habe alle zweimal gehabt. Ich habe Seegras zweimal gehabt. Fische. Nein. Echt das nicht? Gibt's ich doch nicht. Halt. Nein. Wenn man Fehler. Dann bei. Kann ich jetzt nochmal? Okay. Dann versuchen wir es nochmal mit Seegras. Nein. Nein. Puh, ich muss mehr. Okay, Leute. Ist jetzt zwar noch keine 20 Minuten, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich beende den Part. Ich hoffe mal echt, dass das nicht irgendwie ein Bug ist oder sowas, weil drei Antworten, keine ist richtig, ist schon ein bisschen strange. Gut, ich danke euch trotzdem für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.